Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum ZDF Mittagsmagazin und das sind heute unsere Themen. Und Klaviervirtuose aus Leidenschaft, Dejan Lazic, zu Gast bei uns im ZDF Mittagsmagazin. Unser heutiger Talkgast, liebe Zuschauer, ist ein brillanter Pianist und Komponist. Aufgetreten ist er auf den großen Bühnen der Welt. Und jetzt gibt er sich die Ehre bei der Last Night of the Proms, einer traditionellen Sommerkonzertreihe in London. Mit diesen Veranstaltungen sollen auch Menschen angesprochen werden, die sich so normalerweise nicht für klassische Konzerte interessieren. Ein Reiz dazu sind günstige Kartenpreise und eine legere Atmosphäre. Denn hier gibt es keine Kleiderordnung. Und Essen und Trinken und Rauchen sind auch ausdrücklich erlaubt. Herzlich willkommen, Dejan Lazic. Wir reden gleich über Ihr Leben an sich und über Ihren Auftritt in London. Aber zunächst einmal, liebe Zuschauer, stellt Ihnen meine Kollegin Ina Dont unseren Talkgast vor. Noch lange sind nicht alle Umzugskartons ausgepackt. Gerade erst ist Dejan Lazic nach Amsterdam gezogen. Normalerweise übt er derzeit außerhalb der Stadt bei einem Freund. Hier im Konzertribau wird er im September auftreten. Darf schon einmal zum Proben hereinschauen. ...1977 als Sohn einer Pianistin und eines Klarinettisten in Zagreb geboren, wurde ihm die Musik schon mit in die Wiege gelegt. Eigentlich wollte er Fußballstar werden, hat sich dann aber doch für die Musik entschieden. Zunächst wird Lazic von seiner Mutter unterrichtet, bevor er in die Musikschule geht. Mit 7 gibt er sein erstes Konzert. Später folgt er mit Familie seinem Lehrer nach Salzburg. Da ist er 12 und studiert am Mozarteum. Klarinette und Klavier, weil er sich nicht entscheiden kann. Und komponieren will er auch noch. 10 Jahre lebt er dann in München, bevor es ihn nach Amsterdam zieht. Umjubelt sind seine CD-Aufnahmen für Rachmaninows 2. Klavierkonzert, begleitet vom London Philharmonic Orchestra, erhielt er den Echo Classic Preis. Und dann hat er eigentlich Verbotenes getan, als er das Violinkonzert von Brahms für Klavier umschrieb. Fußball ist noch heute die große Leidenschaft des 34-Jährigen. Und irgendwie, so meint er, haben sie viel gemeinsam. Der Sport und die Musik. Ja, Dejan Lazic, Fußball ist sozusagen auch unser Leben, weil ich bin auch Fußballfan. Für wen schlägt denn Ihr Herz fußballerisch? Geboren in Zagreb, Sie wohnen in Amsterdam. Genau, 10 Jahre lang in München gelebt, davor in Salzburg studiert. Es ist schwierig, sich für einen Club zu entscheiden. Daher, ich sage lieber nichts. Sie behalten sozusagen jetzt die fußballerische Neutralität. Genau, ich spiele selber gerne. Wie sind Sie vom ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen? Vor allem, wie haben Sie so toll Deutsch gelernt? Vielen Dank. Also ich habe in Salzburg studiert, dort bin ich auch aufgewachsen. Mit 12 Jahren bin ich schon nach Salzburg umgesiedelt mit meinen Eltern, dort am Mozarteum studiert. Und dann erst später lebte ich in München 10 Jahre lang. Jetzt in Amsterdam, naja, als freischaffender Künstler, Pianist, man reist ja sehr viel. Und jetzt sind Sie dabei bei dieser Night of the Proms in London. Was ist für Sie das Besondere daran? Ja, das ist natürlich offiziell das größte Festival der Welt für die klassische Musik. Und das ist natürlich eine Riesenehre. Und in diesem Jahr bin ich gleich 2-mal. Also jetzt am 11. August war ich dort mit Brahms Arrangement des Violinkonzertes und am 2. September wieder mit Budapest Festival Orchestra. London ist ja anders, weil da ist die Klassik nicht so steif. Da kann man essen und trinken und das ist alles irgendwie, da können wir beide, so wie wir aussehen, mit Jeans und Jackett auch locker hingehen. Mhm. Ist klassische Musik zu steif? Manchmal schon. Deswegen finde ich das ganz toll in London. Also in Royal Albert Hall passen ja gut 5000 Besucher und viele stehen mit Getränken. Und so war es auch zu Mozarts Zeit, zu Brahms Zeit. Ich finde nicht, dass es heute anders sein sollte. Und sind das vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, Otto Normales, die da hinkommen, oder sind da auch viele Stars so aus London und Umgebung? Ganz verschieden. Es ist wirklich ein Festival für jeden. Ja. Und ich muss aber sagen, es ist unglaublich still im Saal. Wenn man spielt, ja, da schlagen 5000 Herz und man merkt es ja kaum. Es ist so, trotzdem so intim im Saal. Also das ist ganz besonders. Ihr musikalisches Talent wurde Ihnen ja sozusagen in die Wiege gelegt. Ihre Eltern waren auch höchst musikalisch.
Genau, also meine Eltern, meine Mutter ist Pianistin, Vater Klarinettist, sogar mein Großvater war Geiger. Das ist ja schon fast ein Zwang. Konnten Sie da überhaupt was anderes machen außer Musik? Fußball. Ja. Das war bei mir auch so gewesen, das hat leider nicht gereicht. Genau. Ich musste dann zum Fernsehen, mehr gab es nicht für mich. Nein, aber mal ernsthaft, ist das nicht auch so ein Zwang nach dem Motto, alle Elternteile und auch Großeltern waren schon klassische Musiker? Muss man das dann werden? Oft ist es ein Zwang und die Kinder wirklich verlieren diese Liebe zur Musik, finde ich, dadurch. Aber ich hatte wirklich Glück mit meinen Eltern, also die haben mich nie gezwungen. Meine Mutter hat mir sogar gesagt, hör auf zu üben, geh mit Kindern spielen und so weiter. Also ich liebte es. Und weil vielleicht sie mich gezwungen haben, ist das auch so passiert. Und immer noch liebe ich die Musik. Und Sie spielen zwei Instrumente nahezu perfekt. Also perfekt auf jeden Fall, das Klavier und die Klarinette. Ich habe, beides zusammen ist ja verdammt schwer zu spielen. Warum haben Sie sich fürs Klavier entschieden? Also meine Mutter hatte Klavierschüler zu Hause. Ja. Es gab schon Flügel und ich wollte unbedingt Klavier spielen. Aber nachdem ich Mozarts Amadeus-Film sah, also von Miloš Forman, musste ich unbedingt noch ein zweites Instrument dazu lernen. Also ich habe 15 Jahre lang Klarinette gespielt. Sie haben schon als 16-Jähriger, als Supertalent 30 bis 40 Konzerte im Jahr gegeben. Wie ist es dann so? Sie haben gesagt, die Kindheit war okay, aber so die Zeit, in denen junge Menschen ins richtige Leben einbrechen und bei Ihnen war es sozusagen Konzert, Konzert und üben, üben, üben. Ist da was verloren gegangen? Glaube ich nicht, weil ich habe dadurch, dass meine Eltern wirklich professionelle Musiker waren oder sind, blieb mir vieles verschont. Also ich wusste wirklich, diese Balance zu finden zwischen Konzertleben, zwischen Konzerten, aber auch normales Leben, in die Diskothek zu gehen, Fußball zu spielen, mit Freunden sich zu treffen. Trotzdem viel zu reisen, das ist natürlich eine super Art, das Leben zu genießen. Und wie ist es heute? Was Freizeit, was Familie? Ich weiß gar nicht, haben Sie Familie, haben Sie Kinder? Ich habe das nicht richtig recherchieren können. Nein. Da war von der Freundin die Rede, ich will jetzt nicht in intime Details gehen. Aber wie ist es denn so? Ja, also ich lebe mit meiner Freundin in Amsterdam, wir haben keine Kinder zusammen. Aber ja, es ist ja bei so einem Schedule ziemlich schwierig. Also wenn man 8 Monate im Jahr auf Tour ist, noch Kinder zu haben. Ja, was macht Ihre Freundin im richtigen Leben, wenn ich fragen darf? Geigerin, auch Musikerin. Also, da hat sich wieder aus der Liebe zur klassischen Musik auch die Liebe fürs Leben. Spielen Sie auch mal zusammen? Also ein kleines Kammerkonzert zu Hause in Amsterdam? Oh ja, öfters. Sie spielte auch bei den Münchner Philharmonikern. Jetzt ist sie freiberuflich tätig in Amsterdam. Und ja, wir spielen öfters auch zusammen. Und was machen Sie, wenn Sie nicht klassische Musik spielen und nicht Fußball spielen? Für was schlägt Ihr Herz sonst noch? Ja, also ich liebe Yoga. Also das ist meine Art, diese innere Balance zu finden. Das mache ich fast jeden Tag und das hilft bei der Konzentration. Bücher lesen. Ich liebe Bücher. Ich liebe Jazz auch. Oft wird das vernachlässigt von den klassischen Musikern oder Popmusikern. Aber Jazz ist eine große Liebe. Und Ihre nächsten Projekte, was haben Sie vor nach der Night of the Proms? Danach machen wir eine Tournee mit Budapest Festival Orchestra unter Ivan Fischer. Da kommt auch eine neue CD raus. In Deutschland sind wir auch zu hören beim Beethoven Fest in Bonn. Gut, und wenn Sie mal Lust haben, gehen wir zusammen zum Fußballspiel, um mal andere Sachen zu sehen, außer das Leben in klassischer Musik. Bedanke mich herzlich, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Tschüss. Okay. Tschüss.